Merkel will nun eine nationale Kraftanstrengung zur Erhöhung der Abschiebequote. Wir hören ja schon, dass nicht mal das funktioniert. Im Übrigen wäre das natürlich völlig sinnlos, solange die Grenzen offen sind, weil die alle wieder zurückkommen können. Selbst wenn die unterschrieben haben und Geld bekommen haben, dass sie nie wiederkommen sind, kommen sie eben trotzdem. Und was ist dann? Die kriegen Hartz IV. Die ganzen Prozesse dauern ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und alles wird von uns bezahlt. Es ist ja bekannt geworden, der eine Straftäter, der zum fünften Mal abgeschoben wurde, der war dann wieder hier und begeht seine Straftat und so passiert ja nichts. Das alles ist, man muss es so sagen, nur noch Täuschung des Wählers, der nicht, offenbar nicht merken soll, wie die Dinge den Händen der Regierung völlig entglitten sind. Und bis zur Wahl soll das also möglichst nicht auffallen. Abschiebungen haben überhaupt erst Sinn, wenn die Grenzen absolut dicht sind. Und ein anderes ebenso von der Regierung nicht gelöstes Problem ist das der steigenden Antisemitismus. Und das will man nun durch noch mehr Aufklärung und durch schärfere Ahndung von antisemitischen Äußerungen und Vorfällen und so weiter in den Griff bekommen. Genauso sinnlos. Warum? Weil man mit der ganzen finanziellen Wucht dieser großen Industrienation Millionen von mit tödlichem Hass erfüllten Antisemiten auch unter den wunderbaren vielen Gottesgeschenken ins Land lässt. Und wenn die Zahl der hasserfüllten Antisemiten hier steigt, dann kann man die Uhr nachstellen, dass der Antisemitismus hier also auch sich stärker bemerkbar macht. In Frankreich haben wir die Situation ja auch schon, dass die in Scharen flüchten. Und das ist ein bedauerliches Ergebnis des völligen Versagens der merkelschen Politik, besonders der strategischen Politik. Taktisch ist sie ja genial. Und mich wundert, dass die Juden selbst, die ja doch in der Regel sehr intelligent sind, dass sie nicht begreifen, dass dieser Zustrom von Muslimen die Gefahr für sie erhöht. Da ist dann ein Herr Shachak Shapira, ein nicht unwitziger Mensch, der meint, das wäre nun die Chance. Hier in Deutschland sollen also Muslime und Juden ein neues Verhältnis finden, ausrechnet. Bei uns muss ich das abspielen, übrigens zum Antisemitismus. Herr Gysi ist ein hochbeliebter Politiker und einer der beliebtesten Journalisten ist Henrik M. Broder. Also so schlimm kann es mit dem Antisemitismus nicht so sein, übrigens auch mein Lieblingsjournalist. Und in der AfD gibt es vielleicht ein paar Antisemiten, aber die überwiegende Zahl sind eher prosemitisch. Das ist ja eine intellektuelle Partei und wir sehen mit Sympathie, dass Israel ja vor ähnlichen Problemen steht wie wir, nämlich überrannt zu werden von arabischen Asylbewerbern. Die haben da ein sehr brutales Abwehrsystem installiert. Das sollten wir mal kopieren. Das zeigt dann auch zugleich unsere Verbundenheit, dass wir also ähnlich denken und fühlen wie die Juden. Das würde hier durch die Handlung bewiesen. Die Juden selbst hier sind teilweise gerade an höherer Stelle und Zentralrat oder weiß ich, wie die entsprechenden Organe bei denen heißen. Frau Knobloch, mich wundert es, dass die also nun nicht sieht, dass die AfD, was auch immer da an möglichen antisemitischen Tendenzen bei Einzelnen vielleicht da sein könnten, dass der Zustrom von hasserfüllten Muslimen natürlich das Leben für Juden hier in Deutschland unerträglich machen wird. Wir stehen davor, da werden keine Gesetze helfen, gar nichts wird helfen. Und wie gesagt, die Anfänge sind ja längst da. Wenn jemand mit Kippa durch Neukölln läuft, ist er seines Lebens nicht mehr sicher. Was will man denn noch? Australien meldet, dass aufgrund seiner angeblich unmenschlichen Politik kein Flüchtling mehr ertrunken ist im letzten Jahr, während unter der Labour-Regierung Hunderte ständig ertrunken sind. Die waren ja human.
dass da auf einer gewissen Insel die Zustände sehr schlimm gewesen sein sollen, ist unbestritten, muss aber von Europa nicht nachgemacht werden, wenn man die gleiche Politik betreibt. Die Abschiebung in die arabischen Länder und so weiter scheitert vor allen Dingen an den Ländern selbst. Die wollen also keine aufnehmen. Deswegen muss dann eben eine europäische Insel für den Zweck her. Und da gibt es ja genügend unbewohnte Inseln, die man entsprechend herrichten könnte. Oder man gibt eben entsprechend viel Geld an ein Regime, das dies dringend benötigt und macht da unter europäischer Regie ein Flüchtlingscamp, wo die Leute sich selbst unterrichten können, wo die Leute sich selbst ärztlich versorgen können, wo man dann mobile Fabriken hinbringen kann, dass die also auch preiswert dort arbeiten dürfen für die deutsche Industrie. Bisher fährt man dann also oder fliegt man nach Bangladesch oder Pakistan, also könnte man ja auch etwas näher hier vor Ort machen. Moralisch wäre das also kein Unterschied. Und die Leute wären beschäftigt und würden nicht so ständig ausflippen. Sie könnten sich gegenseitig vergewaltigen und müssten nicht hier in Deutschland ihr Unwesen treiben. Das alles zeigt eben, dass die Politik der AfD von Herzensgüte, von Milde und Großmut gekennzeichnet ist, während alle anderen Systemparteien eben nur erklären, sie wären herzensgut, in Wahrheit lassen sie alles laufen, weil sie zu blöd sind, schon die Grenzen zu schließen. Das war ja für Merkel ein staunenswertes Erlebnis und Ergebnis, dass man heute die Grenzen schließen kann, wenn man will. Das hat sie gar nicht begriffen. Das ging ja gar nicht im Internetzeitalter. Sie muss also die Vorstellung gehabt haben, die werden also hergebeamt und während das Gegenteil der Fall ist, das Internetzeitalter gerade erzwingt die dichten Grenzen, weil eben eine solche kleine Gesetzeslücke, dass man mit den und den Tricks in Deutschland sich voll versorgen lassen kann sein ganzes Leben, weil sich sowas durch das Internet eben schlagartig weltweit verbreitet. Und da geht es eben dann nicht mehr, dass man die Grenzen offen lässt. Es sind die Handys, die die Grenzschließung erzwingen. Während nach Frau Merkel ja wegen der Handys die Grenzschließung nicht mehr möglich ist. Es wird dadurch ein bisschen schwieriger, weil auf eine Lücke in der Grenze die Leute sich ganz schnell per Handys verständigen können. Nur die Grenzschließungsspezialisten haben Frau Merkel also angeboten, erklären Sie einfach, wir sollen die Grenzen sichern, dann machen wir das. Das geht also ohne weiteres, nur Frau Merkel will es eben nicht für den Fetisch Europa. Und jetzt geht es mit Herrn Macron in die nächsten Runden und Herr Macron will also natürlich Geld von uns und das wird er auch bekommen. Und wie es den Deutschen geht, das werden wir erleben müssen.